Guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am Freitag, dem 14. Mai 2021. Und meine Frau sagt immer, ich soll doch mal ein freundlicheres Gesicht machen. Aber wir haben, wie ihr vielleicht sehen könnt, 1.59 Uhr. Naja, und da hält sich das mit dem freundlichen Gesicht ein bisschen in Grenzen. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg zum LKW und dann sehen wir weiter. Na denn, halben Weg zur Arbeit haben wir schon geschafft. Weiter geht's. So. Jetzt sind wir angekommen an der Firma. Den Schlüssel vom LKW holen und weiterschauen. So. Einsteigen in die gute Stube. So, ich habe mich hier inzwischen ein bisschen eingerichtet im LKW. Jetzt gehe ich mal raus, Abfahrtskontrolle machen und dann werden wir losziehen. Ich bin jetzt schön hier auf Arbeit gestellt, wie sich das gehört. Und wie gesagt, jetzt geht es dann draußen. Das mache ich aber ohne euch schnell. Und dann schauen wir weiter. Jede Nacht wird immer schön desinfiziert. Na. Ah, es dauert noch ein paar Minuten, bis es losgeht. Spiegel muss ich auch noch putzen. Ja Leute, was soll ich euch sagen? 3.19 Uhr, seit einer halben Stunde unterwegs und ja, es ist ganz schön leer auf der Piste. Nichts los, deutlich weniger LKWs. Und ja, hier mal ein so ein einsames Sprinterchen. Also wie gesagt, es ist sehr leer. So, ich muss mir jetzt erstmal ein neues Hörbuch raussuchen und dann komme ich später wieder. Ja, 4 Uhr mittlerweile, nee, Entschuldigung, 4.17 Uhr, seit anderthalb Stunden unterwegs. Und noch 2 Stunden 16 vor der Brust. Da hinten, vielleicht für euch nicht erkennbar, Frankfurter Skyline. So, mittlerweile 5.07 Uhr und wie man so schön sehen kann, wird es langsam hell. Wir haben noch 1 Stunde 25 zu fahren. Ich denke mal, die gute letzte halbe Stunde, die nehme ich euch dann als drittes Auge mit. Ja, mittlerweile 5.40 Uhr, es ist schon gut hell geworden.
Und ich werde jetzt mal schauen, dass ich gleich mal rausziehe, um dann die andere Kamera zu aktivieren. Und wie man schön sehen kann, nicht viel los hier auf der Piste, wie ich es ja vorher schon vermutet habe. Wir haben jetzt noch 51 Minuten, 64 Kilometer. Ja, guten Morgen, Leute. Ich begrüße euch eigentlich ja zum wiederholten Male heute am Freitag, dem 14. Mai 2021. Und wir haben hier gerade in Bruchsal gehalten. Rastplatz Bruchsal. Um die Kamera zu aktivieren. Also die Kamera, die hier links über meiner Schulter hängt. Und ja, ich begrüße euch zu einer weiteren Mitfahrt. Wir haben noch präzise 45 Minuten und 55 Kilometer bis Gaggenau. Und ja, die ich euch komplett mitnehmen werde. Ist ja auch schon mittlerweile ordentlich hell geworden. Ja, ich muss erstmal wieder in den Fluss kommen. Ankunft 6.38 Uhr ist okay. Wie ihr ja sehen könnt, nichts, also ganz wenig los auf der Piste. Viel, viel weniger PKWs. Also ich sag mal so, es scheint der Brückentag eifrig genutzt zu werden. Aber bei uns, da wird gearbeitet. Ich meine, einerseits ist das ja ganz schön, wenn man an so einem Brückentag frei hat. Andererseits, wenn man an so einem Tag arbeitet, profitiert man natürlich davon, dass die Piste doch recht frei ist. Ja, ich hoffe, ihr habt alle gestern einen schönen, ruhigen Feiertag verbracht. Ah, hier haben sie jetzt was geändert. Hier ist jetzt nicht mehr dreispurig, hier ist nur noch zweispurig. Da hat sich der Kollege hinter mir aber mal schnell einsortiert. Ja, ich denke mal, es wird nicht allzu lange dauern, dann geben die das hier frei. Das sieht schon richtig gut aus hier mit der Brücke im Bruchsal. Da wäre dann eine Baustelle auf der Strecke weg. Eine Baustelle, die uns schon sehr, sehr lange begleitet. Hoppla. Ja, wir waren gestern fleißig, wie ich das schon angekündigt habe. Wir haben gepflanzt wie die Weltmeister. Alle Tomaten, alle Paprika schön eingetopft. Jetzt ja, sind aber noch einige Pflanzen übrig. Erdbeeren und Gurken, da werden wir uns heute Nachmittag dran machen. Und ja, dann habe ich mir auch noch vorgenommen, dieses Wochenende endlich mal die Räder zu wechseln. Die Winterreifen runter zu machen. Ja, dadurch, dass wir
eben in Anführungsstrichen so fleißig waren, habe ich natürlich weniger vor dem PC gesessen. Mir eigentlich ja, nicht allzu viel da angeschaut. Ich habe natürlich eure Kommentare beantwortet und ja, die Abonnentenzahl steigt langsam, aber stetig. Ja, und unserer Jenny, unserem Hund, geht es wieder besser. Nachdem das erste Medikament nicht angeschlagen hat, sind wir dann umgestiegen auf das zweite. Und da zeigt sich aber doch jetzt langsam Wirkung. Also war es eine Entzündung der Speiseluftröhre. Letztendlich besser als der Herzfehler, denn der Herzfehler hätte ja geheißen, sehr wahrscheinlich auf Dauer Medikamente einnehmen. So müssen wir das halt durchziehen. Und dann denke ich mir, ist auch alles wieder fit. Vom Wetter her ging es ja heute bis jetzt eigentlich auch ganz okay. Also hier sieht der Himmel sogar richtig gut aus. Die Aussichten sind aber nur mäßig. Also super Wetter werden wir am Wochenende nicht bekommen. Motorradfahren schließe ich erstmal aus. Ja, wir haben ganz ordentlich was drauf. Die werden wohl alles drauf gepackt haben, was sie noch fertig bekommen haben. Denn in Heiligenstadt, die machen ja Brückentag. Deswegen werden wir auch am Montag ja runter nach gar genau eine andere Ladung haben, die wir dann auch noch irgendwie loswerden müssen, bevor wir dann in gar genau wieder in die übliche Tour einsteigen. Weil es mir gerade einfällt, ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn ein Kommentar unter eine Antwort von mir kommt, dann sehe ich das schon mal in den Benachrichtigungen. Es erscheint aber nicht auf der normalen Seite, wo alle Kommentare aufgelistet sind. Und es ist schon ein etwas älteres Video, da ging es so um Gehalt und Spesen und so weiter. Und da hat jemand geschrieben, dass er jetzt seit 96 oder so bei irgendeiner Fliesenfachfirma beschäftigt ist, also im Werksverkehr, und da irgendwas mit 18 Euro Stundenlohn bekommt und durch so und so viele Stunden bei 3,5 brutto liegt und dann eben 2,5 netto rausbekommt. Ich glaube, er sprach von, dass er auf 220 Stunden kommt. Ich meine, das ist natürlich super und das ist auch gut für die Rente, wenn er so viel brutto bekommt. Das ist auch viel, viel mehr als bei mir. Aber ich kann nicht klagen,
unser Eins kommt ja auch auf bei 200 Stunden so auf, ja, was weiß ich, vielleicht 2,1. Und wenn ich mir jetzt überlege, er macht 20 Stunden mehr. Und dann spielt für mich ja auch noch ein, wo wohnt derjenige. Wir haben ja jetzt im Vergleich zu anderen Bundesländern relativ niedrige Lebenshaltungskosten, Miete und so weiter und Sprit. Dann ist der Unterschied ja nicht mehr so groß. Und momentan bevorzuge ich auch noch, ja, also eine Regelung mit etwas mehr Spesen und etwas weniger Brutto. Was sich natürlich ein bisschen negativ auf die Rente auswirkt, aber ich habe ja schon mal gesagt, ein Teil der Altersversorgung sehe ich auch in der Mietfreiheit. Ja, wenn das dann eben mit Eintritt ins Rentenalter das Objekt bezahlt ist. Ja, war natürlich, obwohl es ging, ich muss also zugeben, obwohl das ja jetzt so ein nach 3 Tagen früh ins Bett gehen, am Mittwochabend dann spät ins Bett gegangen und dann gestern am Donnerstag wieder früh ins Bett, also dieses Hin und Her, hat es eigentlich relativ gut geklappt, bei Zeiten einzuschlafen, und ich habe auch eigentlich ganz gut durchgeschlafen, auch gut geschlafen, kann ich nicht anders sagen, keinerlei Probleme hier heute Morgen, wie sie doch hin und wieder schon mal auftreten. Und ja, wie ich manchmal so schön zu sagen pflege, ich denke mal, diese Tour werden wir ja auf eine Arschbacke abreißen. Und das ist ein kleiner, niedlicher Aufleger hier, wa? Nicht nur, dass das jetzt ein Einachser ist, der ist auch noch ja, extrem kurz. Kleiner, süßer Knubbel. Blonde Trucker Lady aus Frankreich war da gerade an dem Steuer von dem Chemietanker. Ein richtig entspanntes Fahren heute Morgen. Ich hätte auch Gas geben können. Es hätte sich gelohnt, so wegen der Zeit. Aber es hätte sich natürlich ja, nicht positiv auf den Spritverbrauch ausgewirkt. Und da wir 21 Tonnen drauf haben, also wirklich für runter, doch, also da ist es oft nicht mehr als 20 Tonnen oder drunter, ist es schon außergewöhnlich viel. Und ja, wir schaffen so gerade eben den Sollwert jetzt. Und da müssen wir mal schauen, deswegen tue ich mir die Ruhe an. Obwohl wir eben mit 90 durchballern könnten, fahren wir schön 85.
Ja, hinter uns geht die Sonne auf, im Rücken, im Weitwinkelspiegel zu erkennen. Warum der Bursche jetzt hier mit dem Silo nicht schon wesentlich eher den Blinker rausgemacht hat und angezeigt hat, dass er rüber will, kann ich auch zum Beispiel nicht so wirklich verstehen. Ich finde, man kann seine Absichten nicht früh genug anzeigen, damit die anderen Verkehrsteilnehmer sich entsprechend darauf einstellen können. Aber einige sind da, was das Blinken betrifft, ja sehr lässig bis nachlässig. Da drüben. Also hier sieht es ja richtig gut aus vom Wetter her. Es sind zwar nur 9 Grad, aber der Himmel ist ja doch recht wolkenfrei. Sieht eigentlich hier nach schönem Wetter aus. Ich glaube, bei uns sagten sie irgendwas von Freitag geht so und Samstag dann bedeckter und Sonntag wieder ein bisschen besser. Naja, schauen wir mal. Ja, hier ist zum Beispiel so eine Stelle. Jetzt gehen ja 3 Spuren geradeaus auf der 5 Richtung Basel, Baden-Baden und so. Und die ganz rechte, beziehungsweise ihr seht, dass das von den 4 Spuren hier eben 3 geradeaus und die eine hier rechts abgeht. So, und wenn hier Rückstau ist, habe ich das schon erlebt, dass es so stark verstopft, dass du nur noch auf der ganz linken geradeaus weitergekommen bist. Das zu dem Thema, dass LKWs eben auch ganz links schon mal stehen oder fahren. Ja, ich fand, also ein Kommentar hat mir richtig super gut gefallen, und zwar war das ein Kommentar zu der Sache mit der Rettungsgasse. Da hat jemand klipp und klar gesagt, das ist in Deutschland nicht gut geregelt und er wäre, und das ist absolut meine Meinung, für eine gleiche europaweite Regelung, also in jedem Land gleich und dann unter Einbeziehung eben des Seitenstreifens. Denn nur das kann eine Lösung bringen. Ich habe ja auch mir den Spaß erlaubt und schon mal Bekannte von mir so ganz plötzlich gefragt, hör mal, wo musst du hin, wenn Stau ist? Nein, bei so und so viel Spuren, wie bildest du die Rettungsgasse? Und glaubt mir, eine Menge Leute, die mussten erst mal überlegen, ja, die haben das nicht wie aus dem FF beantworten können. Und und das heißt, da herrscht dann oftmals auch ein bisschen Verwirrung, wenn dann plötzlich der Stau auftritt. Oh, jetzt blendet's aber in den Spiegel rein, mein lieber Herr Gesangsverein. Also die Kommentare unter das war ja gar nicht unter diesem Video Rettungsgasse, sondern die
Kommentare unter dem Kommentiervideo von unserem Dracker-Kollegen mit den drei Buchstaben. Also die waren, also sorry, ich fand sie teilweise unter aller Würde. Ich habe das ja schon erwähnt, war sicher, aber ich bin da nochmal drüber gegangen. Nee, tut mir leid. Also das sind alles Leute gewesen, die nicht wie unser eins jeden Tag hier auf der Piste unterwegs ist, die wie unser eins andauernd in so eine Situation geraten können. Nein, das waren alles Leute, die, wenn überhaupt, ein bisschen mit dem PKW durch die Gegend gondeln. Und für die ist natürlich leicht zu sagen, ja, den Moralisten raushängen zu lassen, zu sagen, hier geht es um Menschenleben, Lappen weg, die haben vierstellige Geldstrafen aufgerufen, ja sogar von fünfstellig gesprochen. Da frage ich mich doch, ticken die noch richtig oder was? Und vor allen Dingen, dann haben sie irgendwie den Fahrern da Unfähigkeit vorgeworfen. Die Leute haben überhaupt keine Ahnung, wie steif so ein Sattelzug ist und wie schwierig das ist, wenn du nicht genug Raum hast, diesen irgendwo an die Seite zu kriegen. Na, und da reichen so ein paar Meterchen normaler Abstand nicht. Nein, es ist einfach so, wie so häufig, na, gibt es immer wieder Leute, die denken gar nicht nach, bevor sie einen Kommentar schreiben. Auch, ja, da fallen mir gerade da zwei Beispiele auch bei mir ein. Und zwar habe ich ja dieses, das ist ja schon alt, das ist das Video mit den meisten Klicks, wo wir mit dem alten Hund eben kurz bevor er eingeschläfert wird, so noch mal draußen sind, und da hat irgendjemand geschrieben, ja, wie kann man den Hund nur leiden lassen, anstatt ihn einzuschläfern. Da denke ich, hallo, guck dir das Video doch mal richtig an, hör doch mal richtig zu. Na, oder wenn jemand schreibt, deine Tierhaltung ist wie im Mittelalter. Ja, da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Ich meine, ich habe jetzt nicht zu Hause den Streichelzoo, aber ich glaube, dass ich mir nichts vorwerfen muss. Sie auf. Die Berge, Hügel und Berge der Schwarzwaldregion. Oh, relativ klare Sicht, finde ich. Kann man richtig schön die Hügel sehen.
Ja, ich stelle gerade fest, ich bin zu dieser frühen Stunde, 6.17 Uhr, also zumindest am heutigen Morgen, noch nicht ganz so redselig. Vielleicht brauche ich erstmal ein paar menschliche Kontakte. Also gleich, wenn ich die Papiere mache und ja, und auch mit meinem Staplerfahrer ein bisschen Wortwechsel habe. Vielleicht komme ich dann ein bisschen rein. Ein bisschen beschleunigen hier. Macht ja fast den Anschein, als wenn er jetzt hier aufgedreht hätte, der Kollege, den ich gerade überholt habe. Naja. Jetzt machen wir noch mal einen kleinen Endspurt hier. Schon, er wollte rausziehen, aber ah, wieder einer von unseren berühmt-berüchtigten 82-Fahrern. Na, was fährt er? Oh, er fährt sogar 84.
Na, sagen wir 83. 83. Boah, die Sonne blendet im Spiegel. Mein Lieber. Fragte mich meine Frau gestern, ja, was denn bei so einem Feiertag mit dem Möbelkutscher wäre, ne? Ich sag, weil der ja nach Schottland rauf ist oder was. Und da kann er das ja nicht in der kurzen Zeit geschafft haben. Ich sag, ja, ich sag, je nachdem, wenn die den Feiertag haben, dann steht er irgendwo. Und wenn sie nicht haben, dann arbeitet er eben an dem Feiertag. Also ich denke mal, dass er immer mal wieder an einem Feiertag auch irgendwo auf dem Autohof oder auf dem Rastplatz steht, um diesen Tag zu überbrücken. Denn ich meine gut, die eine oder andere Spedition, wo die Leute die ganze Woche über draußen sind, die das besser steuern können, die holen die Leute natürlich vor so einem langen Wochenende rein. Und oft machen die dann auch eben Brückentag, na, damit ihre Leute dann auch etwas von dem langen Wochenende haben. Aber diese Spezialunternehmen halt, die dann ins Ausland fahren und so, die kriegen das ja manchmal halt nicht geregelt. Und dann muss derjenige eben seinen Feiertag, anstatt zu Hause, mit der Familie eben auf dem Rastplatz verbringen. Also ob die Produktion auch komplett läuft hier im Werk, weiß ich gar nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Abteilungen auch Brückentag machen. Es ist halt nur die Abteilung, für die ich fahre, die haben halt ja, keinerlei Probleme wegen Chips oder sonst irgendwas oder wegen Teile von Zulieferern. Und haben also eine ziemlich fette Auftragslage. Ich meine, es war ja am Mittwoch schon ein zweites Auto da.
dass heute auch wieder ein zweites Auto kommt. Was sagt denn hier der Spritpreis? Oh, es geht. 1,339 ist gar nicht mal so hoch. Ich glaube, bei uns war 1,29. Da hält sich der Unterschied ja sogar in Grenzen. Gerade habe ich mich gefragt bei dem Kollegen, den man im Spiegel sehen konnte, ob er es echt jetzt noch versuchen will, mich hier vor der Baustelle zu überholen. Aber er hat eingelenkt im wahrsten Sinne des Wortes. Wie sattgrün alles geworden ist, ne, innerhalb kürzester Zeit. Ich meine, dieses Wetter, was wir momentan haben, halt, ja, Regen und so ein bisschen schwülwarm, ist ja das reinste Wachswetter. Ne, wenn man sich mal anschaut, wenn man mal jetzt ein paar Wochen zurückgeht und sich so ein Video anschaut, da war alles mehr noch kahl und braun und jetzt steht alles im satten Grün. Es ist ja hier, dieser E-Highway ist ja eigentlich fertiggestellt, bis auf eine Stelle da an einer Brücke, wo sie die Pfähle logischerweise nicht in die Erde setzen können, sondern sie müssen sie irgendwie mit speziellen Konstruktionen auf oder an der Brücke befestigen. Und da geht es einfach nicht weiter. Also ich fahre jetzt schon seit mehreren Tagen vorbei und stelle fest, dass sich nichts tut. Dass es einfach nicht vorwärts geht. So, einmal durchlüften, wie immer. Auch wenn man Raucher ist, muss man ja noch nicht auf eine verrauchte Bude stehen. Ja, hier ist das. Hier ist das Stück. Hier fehlen. Man sieht, hier liegen 1, 2, 3 Dinger und wenn die stehen, dann ist die Anlage eigentlich komplett. Dann können sie endlich diese lästige Baustelle abräumen, obwohl ich muss zugeben, sie hat in der Vergangenheit durch den gemäßigten Verkehr keinerlei Behinderungen dargestellt. Im Grunde, ich schreibe ja immer täglich die Lenkzeit auf. Wir haben ja so eine Liste, Lenk- und Arbeitszeit wegen der Spesen und so. Und daran kann ich ja dann immer sehen, wie gut ich durchgekommen bin. Und ich kann euch sagen, in den letzten Wochen, bis auf Ausnahmen, habe ich also nur Bestzeiten bei der Lenkzeit. Also sehr gute Zeiten sind halt eine Gesamtlenkzeit so von 7 Stunden 30.
ballert die Sonne aber ganz ordentlich. Aber Temperatur ist sogar ein bisschen runter, auf 7 Grad. Naja, vielleicht liegt es an der Nähe zum Wasser hier. Zum Fließenden. Na. Ja, wenn ich jetzt da ankomme, hoffe ich, dass der erste Ansturm schon vorbei ist. Und ja, wir keine lange Wartezeit haben. Jetzt zelebrieren wir vorausschauendes Fahren. Wir wissen ja, dass wir da vorne rechts abbiegen müssen und können hier schon den Tempomaten rausnehmen und rollen jetzt halt nur noch. So, ab dem Schild schön den Blinker setzen. Und jetzt haben wir aber, man könnte im Grunde den Tempomaten noch weiter rausnehmen, aber dann fängt man an, hier doch ziemlich zu kriechen. Aber ich habe noch so viel Schwung, dass ich jetzt sogar abbremsen muss. Allerdings nur über Gas wegnehmen und Motorbremse. Beziehungsweise Retarder. Das regelt das Auto ja quasi automatisch. Erst kommt immer die Motorbremse zum Einsatz und dann der Retarder. Na, wenn die Motorbremse reicht, wird halt die genutzt. Na, Vögelchen. Oh, wow, 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 wow. Ah, Leute, jetzt kann ich aber... Mit anderen Worten, ich sehe jetzt gar nichts mehr. Jetzt muss ich doch mal ein bisschen hier das Ding runter machen. Boah. Das hat geblendet, aber ordentlich. Also ich stelle mich da vorne ja immer anders hin, anders als der 7er Tonner da. Ich bleibe ein Stück weiter zurück, weil man weiß ja, wenn man hier einen Kollegen stehen sieht, so wie mich, dass ich hier doch ordentlich ausholen muss. Na. Ja, um sauber um die Kurve rumzukommen. Ohne halt über die Ecken zu fahren. Oh, jetzt können wir wieder hochfahren. Ach, da hat mir der Kollege, der das Auto ohne Spiegel fährt, erzählt, es ging so ein bisschen um Vor- und Nachteile. Wir haben am Mittwoch, ja, da haben wir irgendwie zusammengestanden und mal ein bisschen gequatscht. Wir waren alle entspannt, wegen nächsten Tag frei. Und da hat er halt erzählt, dass in seinem Auto die Sonnenblende nicht so weit runter geht. Bedingt durch die Displays, die hier an der A-Säule sitzen. Erlaubt also
einem das System oder das Auto nicht die Sonnenblende, wer weiß wie weit runter zu fahren, sondern die stoppt ab einer gewissen Höhe. Und er meinte, dass das, ich weiß jetzt nicht in welcher Höhe, eigentlich sitzen die Displays ja hier so, aber er meinte, das wäre ein Nachteil, wie er schon so festgestellt hat. So, 35 Sekunden noch, wir sind da. Aber ich nehme euch noch mit bis um die Ecke. Und ja, ich würde sagen, nicht viel los. Drei Kollegen, ach, jetzt wieder die Sonne, ja, jetzt geht's. Ich hätte fast gesagt, die üblichen Verdächtigen. Links der Kollege ist auch jeden Morgen da. Der ist sogar mehrmals hier, der fährt hier Nahverkehr. So, Leute, ich sage jetzt einfach mal bis später. Ich werde jetzt gehen, Papiere machen. Ja, Leute. Hier sind wir jetzt, Leitstand, Papiere gemacht. Wir haben, kannst du mal zeigen, wo sind wir? Ja, 10 Minuten Pause jetzt weg. Und jetzt, das heißt jetzt 11 und die 4 Minuten, die bleibe ich jetzt einfach nochmal hier stehen. Wir werden mal zwei Bissen vom Bütterchen nehmen. Und dann haben wir nämlich die Viertelstunde Pause schon drin, dann kann ich das Auto drüben schneller bewegen. Und ja, mal schauen, wie wir die Rückfahrt gestalten. Ja. Auf jeden Fall ging das hier so flott. Ich bin sogar mit meinen Papieren eher fertig als der Kollege hier links von mir. Ach, da will die mir doch glatt folgen. Ja, also wie der Kollege hier links von mir, sind wir sogar schneller fertig. Ja, ich sage nach wie vor bis später.